Nur für die Regie zum Anfang. Martin Wanzleben und Jörg Dittrich sind bereits weiter zu anderen Terminen. Deswegen sind wir jetzt hier zu fünft für ein kurzes Statement. Wir sind zu einem vertraulichen Gespräch mit den Spitzen der deutschen Wirtschaft zusammengekommen, Christian Lindner und ich, weil es uns ein Herzensanliegen ist, jetzt mit allen Teilen der deutschen Wirtschaft zu sprechen. Wir sind in wirtschaftlich schwierigen Situationen. Fakt ist, Deutschland fällt in der Wettbewerbsfähigkeit seit den 2010er Jahren immer weiter zurück. Seit 2017 ist der industrielle Kern unseres Landes bereits in der Rezession. Das ist teilweise durch auch eine gute Binnennachfrage in den letzten Jahren überdeckt worden. Aber richtig ist auch, wir brauchen jetzt Richtungsentscheidungen, auch wirtschaftspolitischer Natur in Deutschland. Denn wir wollen wieder aufschließen zu den großen Industrienationen. Kurzum, ich glaube, Deutschland sollte wieder in der Champions League spielen. Das sollte unser Anspruch sein. Darüber haben wir insbesondere gesprochen, was den deutschen Arbeitsmarkt betrifft, die Energiepolitik, die bürokratischen Rahmenbedingungen, wo wir auch immer sorgenvoll auf die europäische Hauptstadt schauen. Uns geht es darum, dass dieses Land wieder wirtschaftlich nach vorne kommt. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass nicht der Staat mit Subventionen an die Stelle treten kann, sondern unser Herzensanliegen ist, dass die Unternehmen selbst von sich aus wieder investieren, weil Deutschland ein guter Standort ist. Ich weiß, viele in der Politik sprechen zurzeit über die Rahmenbedingungen und gleichzeitig sage ich, wir müssen auch innerhalb der Koalition hier zu Entscheidungen kommen. Ich glaube schon, dass Deutschland auch wirtschaftspolitisch in den kommenden Wochen vor Richtungsentscheidungen steht. Und darum ging es uns in diesem Gespräch, was wir eben dankenswerterweise vertrauensvoll geführt haben. Ich würde jetzt als erstes an den Präsidenten der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger, übergeben. Ja, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten einen sehr guten Austausch mit dem Fraktionsvorsitzenden der FDP und mit dem Bundesfinanzminister. Die Themen liegen auf dem Tisch, meine Damen und Herren. Wie bekommen wir dieses Land wieder auf Wachstumskurs? Wie gehen wir die strukturellen Probleme des Wirtschaftsstandortes Deutschland an? Ich habe in meiner Rede auf dem Deutschen Arbeitgebertag in der letzten Woche deutlich gemacht, welche Schritte wir im Einzelnen gehen müssen. Ich möchte es hier und heute nicht weiter vertiefen. Wichtig ist mir aber, wir brauchen eine Strategie, die sich an allen Bereichen der Wirtschaft orientiert und eben nicht nur an einzelnen Sektoren. Ich erwarte von der Ampel, dass sie dabei mit den Möglichkeiten, die sie hat, klarkommt. Sie muss gemeinsam, und ich betone gemeinsam, die richtige Wirtschaftspolitik machen, um diesen Standort wieder wettbewerbsfähig zu machen. Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland muss wieder in den Mittelpunkt des politischen Handelns dieser Koalition rücken. Und die Form der Zusammenarbeit der Koalition muss ein Wachstumstreiber werden, muss ein Wachstumstreiber sein und darf sich nicht zum Investitionshemmnis entwickeln. In einem ersten Schritt müssen die wachstumsförderlichen Teile der Wachstumsinitiative der Bundesregierung umgesetzt werden. Dabei appelliere ich an den Deutschen Bundestag, aber auch an die Länder, schnell zu Ergebnissen zu kommen. Die Koalition sollte zudem auf die Opposition zugehen, um Lösungen bei der Modernisierung unserer sozialen Sicherungssysteme zu finden. Und es werden hier große Mehrheiten gebraucht, um weitreichende Reformen einleiten zu können, die wir jetzt dringend brauchen. Kommen diese Reformen nicht, laufen wir auf erhebliche Mehrbelastungen für Bürger und für Betriebe zu. Und das wäre in der jetzigen Situation wenig förderlich. Meine Damen und Herren, ich bin optimistisch, dass wir das können. Deutschland kann das. Und meine Erwartung ist, wir müssen jetzt nach dem politischen Schaulauf ins Handeln kommen. Und es muss geliefert werden, denn Regierungsverantwortung heißt aus unserer Sicht auch Regierungsverpflichtung. Vielen Dank. Vielen Dank, Rainer Dulger. Und dann würde ich als nächstes bitten, Herrn Dr. Hoffmeister, als Präsidenten des Bundesverbandes der Freien Berufe. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich schließe mich den Worten von Herrn Dulger an. Wir haben sehr ernsthaft gesprochen. Die Situation ist ernst. Es gibt ungeheuer viel zu tun, ordnungspolitisch, fiskalisch. Wir haben tatsächlich enorme Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Und für den Verband der Freien Berufe, für die freien Berufe an sich kann ich sagen, wir sind bereit, diese Leistung zu erbringen. In uns steckt ungeheures Potenzial. Wir sind hier verwurzelt. Was wir brauchen, ist, von der Kette gelassen zu werden. Wir brauchen eine Entbürokratisierung. Wir brauchen Zuverlässigkeit
in der politischen Orientierung, in der Gesetzgebung. Und das hat alles nicht Zeit bis nächstes Jahr, bis zu irgendeiner neuen Wahl. Das muss jetzt beginnen. Und wir erwarten uns von diesem Gespräch, dass die Ampel, dass die regierenden Parteien sich da zusammenfinden und Lösungen aufzeigen, mit denen wir dann dieses Land wieder voranbringen können. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr von Ebenwollet, für die Familienunternehmer in Deutschland. Ja, wir hatten Gelegenheit, die Sorgen und Nöte des deutschen Mittelstandes, der Familienunternehmen in diesem Land, dem Bundesfinanzminister und Herrn Dürr darstellen zu können. Das ist in Deutschland wie ein großer Rucksack, den man mit sich rumtragen muss, in dem extrem hohe Steuern, extrem hohe Sozialabgaben und auch strukturelle Hindernisse, die aufgebaut wurden durch Bürokratie und andere Hemmnisse, mit uns herumgetragen werden muss. Und mit diesem Rucksack sollen wir einen Marathonlauf gegen die vielen internationalen Konkurrenten gewinnen. Das ist kaum möglich. Dieser Rucksack ist zu schwer für uns, für die deutsche Wirtschaft. Und deshalb haben wir unsere Vorstellung zum Ausdruck gebracht, uns hier Marscherleichterungen zu verschaffen. Und dort haben wir in vielerlei Hinsicht offene Ohren vernommen und wir sind sehr optimistisch und fordern, dass die Bundesregierung jetzt über Deregulierung und finanzielle Entlastung des Mittelstandes, zum Beispiel durch eine Verschiebung des Rentenpaketes 2 oder andere Dinge, uns entlastet. Vielen Dank. Dann der Bundesfinanzminister und Partei Fritz. Meine Damen und Herren, die wirtschaftspolitische Diskussion ist jetzt da, wo sie hingehört, nämlich ganz oben auf der Tagesordnung. Ein starkes wirtschaftliches Fundament ist für unser Land die Voraussetzung, um soziale Sicherheit zu garantieren und auch die Voraussetzung, um unsere ökologischen Ansprüche zu erfüllen. Wir sehen die wirtschaftliche Entwicklung mit Sorge und haben uns deshalb jetzt auch mit Spitzenpersönlichkeiten der deutschen Wirtschaft getroffen. Wir sind in einem regelmäßigen Austausch, aber in diesem Herbst war es auch lohnenswert, sich noch einmal neu über die Lageentwicklung auszutauschen. Wir müssen sprechen mit der Industrie, denn Deutschland profitiert von seinem industriellen Kern. Wir wollen ihn und müssen ihn erhalten. Aber die deutsche Wirtschaft ist eben nicht ausschließlich geprägt durch Industrieunternehmen, sondern zu gut 3/4 durch Mittelstand, Handwerk, durch Handel, durch Start-ups, durch freie Berufe und Selbstständige. Und deshalb muss auch Ihre Perspektive in die politischen Erwägungen einbezogen werden. Die kleinen Betriebe, Freiberufler, Solo-Selbstständige haben ja ganz andere Bedürfnisse als große Konzerne und Industriebetriebe. Beispielsweise ist der Bürokratiedruck umso größer, je kleiner die wirtschaftliche Einheit ist. Deshalb haben wir uns heute speziell auch mit unserem Mittelstand und den Familienunternehmen, den freien Berufen beschäftigen wollen. Wir haben sehr grundlegende Probleme neben der Konjunktur. Die grundlegenden Probleme sind zu geringes Produktivitätswachstum, auch aufgrund von Regulierung und Bürokratie. Wir haben ein zu geringes Arbeitsvolumen, auch aufgrund eines inflexiblen Arbeitsmarktes. Und wir leisten uns einen deutschen Sonderweg in der Klima- und Energiepolitik, der unseren wirtschaftlichen Kapitalstock schnell und zu früh abschreibt und der zugleich mit enormer Regulierung zusätzliche Kosten verursacht. Über diese Herausforderungen des Standorts Deutschlands, strukturelle Herausforderungen, aber auch hausgemachte Beschwernisse müssen wir jetzt miteinander sprechen. Wir werden jedenfalls aus den Gesprächen, die wir in der letzten Zeit und auch heute geführt haben, unsere Schlussfolgerungen ziehen für die Aufgaben, denen wir uns in Deutschland jetzt gemeinsam stellen müssen. Wir haben noch Zeit für einige wenige Nachfragen. Bitte sagen Sie, an wen Sie die Nachfrage richten. Wir haben zusätzliche Argumente miteinander ausgetauscht und das wird jetzt mit einbezogen werden in unseren weiteren, auch regierungsinternen Beratungsprozess. Bitte. Christian Klemmer, Frau Reuters, Herr Lindner.
Haben Sie sich auf ein Papier verständigt, auf eine gemeinsame Vorgehensweise? Und bis wann können die Bürger davon ausgehen, dass sie in der Ampel auch eine gemeinsame Linie finden? Wir haben heute nicht an einem gemeinsamen Papier beraten, sondern wir haben Vorschläge aufgenommen und bewertet und haben auch unsere eigenen Perspektiven vorgestellt und Feedback erhalten. Und das fließt jetzt ein in unseren gemeinsamen Beratungsprozess. Klar ist, dass wir in den nächsten Wochen alleine schon aufgrund der Zeitplanung für den Bundeshaushalt 2025 ja auch zu einer gemeinsamen Position werden finden müssen. Herr Lindner, Sie haben ja gesagt, Sie wären gern bei dem Kanzler später gewesen. Jetzt sind wir alle hier, der Raum ist voll. Wird es denn ein gemeinsames Beraten darüber geben, was heute separat hier und später im Kanzleramt besprochen wird? Ja, sicher. Wir kommen ja regelmäßig zusammen, der Bundeskanzler, der Wirtschaftsminister und ich. Und solche Treffen stehen in der nächsten Zeit auch wieder an. Und da wird jeder mit seinen Eindrücken und Vorschlägen am Tisch sitzen. Differenzen liegen ja offen zutage in der Koalition. Warum verlassen Sie nicht? Rainer Dröger hat gerade gesagt, es gibt auch so etwas wie eine Regierungsverpflichtung. Und für Deutschland ist es allemal besser, wenn eine Regierung eine gemeinsame Richtung findet, sie beschreibt und umsetzt. Danke. Vielen Dank. Tschüss.